Guten Morgen, liebe Fischrudler. Ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir. Es ist ein geiler Tag. Wir sind wirklich sehr, sehr früh am Wasser. Wir wollen heute euch ein bisschen das Topwater-Angeln zeigen. Das aber auf einfachste Art und Weise. Also wir wollen es echt nicht zu kompliziert machen. Und vielleicht fangt ihr dann auch euren allerersten Topwater-Fisch. Let's go! So, wir sind jetzt am Wasser angekommen. Wenn ihr morgens am Wasser ankommt, seid schön ruhig, denn hier ist noch nichts los, hier fahren noch keine Boote. Das heißt, die Fische, die können ganz schnell gespookt werden. Heute ist wirklich ein bisschen erstmal Ruhe angesagt, denn euer Köder sollte das Erste sein, was sie hören. Wieso angeln wir hier mit Topwater? Wir sind hier in einem Kanalabschnitt, wo ringsrum quasi viel Struktur im Wasser vorliegt. Es ist auch sehr flach. Dort sind ganz, ganz viele Brutfische. Zu einer bestimmten Jahreszeit sammeln sich hier die Brutfische. Ja, mit Topwater-Ködern ist es so, dass es nicht immer nur das fancy Angeln ist und man möchte die krassen Bisse an der Oberfläche sehen, sondern es macht auch zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Bedingungen wirklich Sinn, mit Topwater-Ködern zu angeln. Wie sollten die Bedingungen sein? Also am besten in den Sommermonaten, früh morgens oder spät abends, also in den Abendstunden. Denn die Fische sind hauptsächlich in der ganzen Wassersäule vorhanden. Und besonders an Stellen, wo es so flach ist wie hier, haben sie nicht so einen weiten Weg nach oben. Unsere App hilft euch, diese Morgenstunden zu finden. Und nicht nur die Mondphasen oder der Luftdruck ist zu sehen, sondern ihr könnt da auch genau erkennen, wann der Sonnenaufgang und wann der Sonnenuntergang stattfindet. Nutzt unsere App doch einfach, auch in dieser Hinsicht. Warte mal. Leute, habt ihr gesehen, da geht's schon los. Mit der Montage und die Ausrüstung machen wir gleich. Ich fange jetzt erstmal den ersten Fisch. Topwater ist die Barsch. Topwater angeln in der Stadt. Leute, mit Ansage, es funktioniert. Immer wenn ich das erklären will, dann fangen die an hier zu rauben. Aber das ist schon ein bisschen besser. Richtig nice. Ich habe den Fisch gesehen, wie er gejagt hat. Die kleinen Brutfische, die sind hier auseinander gespritzt. Hab da hingeworfen. Nach dem zweiten oder dritten Wurf hat es dann gleich geklappt. Ich habe hier meine normale Stadtangel, sage ich mal. Das ist eine Ultra-Light-Route. 1,80 Meter lang. Also ich nenne die Route meinen kleinen Zauberstab, weil ich sie einfach so mit kleinen Bewegungen schon so gut animieren kann. Dass es so aussieht, als würde ich so einen Zauberstab hin und her wedeln. Anyway, ihr solltet eine Route und eine Rolle in Kombination haben, die euch gut in der Hand liegt. Wirklich klein, UL in der Stadt. Ne? Es ist jetzt wirklich keine Topwater-Route, die extra dafür gemacht ist. Es gibt extra Routen, die für diese Angelei konzipiert worden sind. Wenn wir so angeln wollen würden, müsstet ihr dann 1000 Routen haben. Ich habe hier meine ganz normale Stadtangel. Das funktioniert genauso. Oh mein Gott, das ist ein Rapfen. Alter, das war ganz knapp. Die jagt irgendwas Großes. Da ist der Fisch drin. Oh mein Gott. Nein! Hat die Waffe? Oh, oh, da ist der. Nein, hat die Waffe? Hast du gesehen? Oh mein Gott. Ey, ohne Scheiß, entweder war es ein dicker Barsch oder ein Rapfen, aber so wie der gejagt hat. Ich glaube, das war sogar eher ein dicker Barsch. So, wir haben jetzt hier zwei Barsche gefangen. Topwater angeln heißt eigentlich auch Strecke machen. Also man muss verschiedene Spots beangeln. Wenn man einen Spot zu lange beangelt, dann haben die Fische meist auch keine Lust mehr. Die kennen dann den Köder, die kennen die Geräusche. Entweder wechselt ihr den Köder oder ihr wechselt den Spot. Wir lassen dem Spot jetzt erstmal eine kleine Pause und gehen einfach zum nächsten.
Die gängigsten Topwater-Quitte sind entweder Stickbaits oder kleine Popper oder es gibt auch Hybride. Zum einen unterscheide ich zwischen Lauf, Geräusche, manche sind lauter, manche sind leiser und die Farbe noch nicht zu vergessen. Also ich finde die Farbe jetzt semi-wichtig, meist unterscheide ich nur zwischen hell und dunkel. Ich sag mal, der Lauf ist das Wichtigste. So, ich möchte euch ganz kurz was zu den Führungsarten erzählen. Hier oben haben wir den Stickbait. Und hier ein Popper, ganz normal am Snap montiert. Ne? Den Snap kennt ihr bereits. Der ist einfach dafür da, damit man den Köder schneller wechseln kann. Ich nehme kleine Schläge in die Rute und lasse den Köder hin und her tänzeln. Das ist die sogenannte Walk-the-Dog-Führung. Man sieht, tanzt der Köder immer nach rechts und nach links. Und man hört auch so kleine Klickgeräusche. Boah, habe ich mich erschreckt. Ja, zeige ich euch den Popper. Der hat vorne hier diese Schnauze, wie ich ihn normal führen würde. Schön mit Pausen. Manchmal auch ein bisschen schneller. Das ist Doppelschläge. Das geht auch. Den auch manchmal aus dem Wasser springen lasse. Also schön Radau, ne? Schön das Wasser splashen lassen. Könnte nicht laut genug sein. Aber ihr müsst es auch so ein bisschen ausprobieren. Manchmal lauter, manchmal leiser. Und manchmal auch auf einer anderen Art und Weise, und zwar silent. Das hat bei mir auch schon ganz gut geklappt. Und zwar werfe ich den Köder aus und dann kurbel ich den einfach nur ein. Und der hinterlässt dann auf der Oberfläche so eine Spur, weil der Köder das Wasser verdrängt. Und manchmal kommt dann da auch der Biss. Jetzt ist das eigentlich biegen. Richtig nice. Ein kleiner Rapfen. Also, wisst ihr, wie die Verhältnisse, aber ein kleiner Rapfen. Richtig geil. Wie ich auch meinte, ne? Seid immer bereit, dass was Größeres einsteigt. Das ist jetzt kein Riesenrapfen, aber es ist ein Rapfen. Richtig geil. Und ab. Mann! Egal, ich hab dich schon gesehen. Kein Riesenrappen, aber auf jeden Fall ein Rappen. Leute, richtig geil, ich freue mich trotzdem. Also für mich war der jetzt schon gefangen. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich eh nicht lange aus dem Wasser gehalten. Ich bin happy. Leute, beim nächsten Mal seid wieder dabei, wenn es heißt Fischroute, dein Weg zum Fisch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Geht raus, probiert selbst, fangt eure ersten Fische, eure ersten Topwater-Fische. Schreibt mir gerne auch Feedback in die Kommentare, wie ihr es fandet, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Vielleicht mal Softjerken. Man kann nämlich auch mit Gummifischen oder mit Softködern quasi auf der Oberfläche angeln. Ja, und ansonsten heißt es, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, abonnieren, teilen und liken. Köder gerettet. 20 Euro. Kann man nicht einfach so wegwerfen. Aber bitte nicht nachmachen zu Hause.